Ich habe jetzt Folgendes für dich hier vorbereitet, und zwar Fotos von Menschen, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast. Möchtest du dir jetzt deine Hand mal irgendwo drüber hältst und mit deiner Hand quasi so fährst. Solange du möchtest, ja, und du selber entscheidest, wann du wo in dieser Höhe stehen bleibst. Gut. Ich möchte, dass du deine Hand ein bisschen nach unten gibst. Okay. Ich nehme jetzt mal, ja, ich würde sagen, so. Das einmal weg. Okay. Ich möchte, dass du dir zwei Fotos davon aussuchst. Bitte, such dir einfach aus. Kannst die Hand auch... Soll ich dir zeigen? Ja, schau dir die Fotos an und such dir zwei aus. Gerne. Ja. Super. Wunderbar. Und jetzt möchte ich, dass du mir eine Zahl sagst. Eins oder zwei? Zwei. Zwei. Kommt auch weg. Es bleibt ein Bild über. Eine Frau. Ja, kennst du die? Nein. Nein, super. Wenn wir uns hier die Fotos anschauen, diese Fotos haben alle Eigenschaften dieser Menschen. Und zwar diese Menschen sind alle tot. Okay. Ja, alle nicht mehr am Leben. Alle Menschen sind tot. Eine Person von all diesen Fotos, die du ausgewählt hast, hat eine andere Eigenschaft. Und die Eigenschaft heißt alive. Echt jetzt das? Cool. Das Besondere daran ist, die Beeinflussung, die auf uns wirkt, ist das Spannende, denn wenn du dir diese Fotos anschaust, die tot sind, alle diese Menschen haben etwas gemeinsam. Etwas Gemeinsames, was unbewusst bei dir gewirkt hat, was du aber in keinster Art und Weise bemerkt hast. Diese Menschen schauen alle weg. Nur die Lebende schaut dich direkt an. Ja, cool. Hast du es bemerkt? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Ne? Völlig unbewusste Entscheidung. Haarfarben geschaut, ja. Völlig unbewusste Entscheidung. Die schauen alle weg. Die Tote. Weg, die Lebende, schau dich an. Wahnsinn. Danke fürs Mitmachen. Cool, super. Dankeschön. Gerne. Super.